Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nun, ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022. Heute ist der 1. Januar, an dem ich dieses Video aufnehme. Ihr seht gerade die Animation, die ich gestern bei der Verabschiedung des Jahres 2021 verwendet hatte. Und ich dachte, ich schieb spontan einfach noch ein Video hinterher, wo ich euch den Programmcode vorstelle, mit dem ich diese Animation erzeuge. Der Code wird dann heute auch noch hochgeladen, und zwar in das Advent of Code Repository. Das werdet ihr dann unten in der Beschreibung verlinkt finden. Grundsätzlich, das Paket, das ich in der Hauptsache benutzt habe, um diese Animation zu erstellen, ist das Python Curses Paket. Das hatte ich gestern ja auch schon anklingen lassen. Ich habe jetzt von gestern zu heute die Animation noch mal ein kleines Stück aufgearbeitet und verbessert. Insofern, ihr seht keinen blinkenden Cursor mehr, oder ihr seht keinen Cursor mehr, der normalerweise oder gestern noch wild über das Video gesprungen wäre, überall, wo er gerade zuletzt was zu Ende geschrieben hat, um dann irgendwelche ASCII-Zeichen zu setzen. Die zweite Convenience-Verbesserung, das werdet ihr über dieses Video an und für sich so gar nicht mitbekommen, ist, das Programm ließ sich gestern Abend noch, die Animation ließ sich gestern Abend noch gar nicht regulär beenden, sondern ich musste sie mit Ctrl-C hier auf Ubuntu mit dem sogenannten Keyboard Exception, also Python listet, Python hört zu, oder Python lauscht dem Keyboard und kriegt mit, wenn man Steuerung C drückt, und wirft dann eine Keyboard Input Exception oder Keyboard Input Error. Keyboard Interruption Error, so. Ich habe jetzt aber das noch mit eingebaut, dass, wenn ich jetzt eine beliebige Tastaturtaste drücke, dass dann die Animation regulär unterbrochen würde. Das heißt, so gestern, jetzt habe ich die Animation gerade mal eben neu gestartet, gestern Steuerung C. Ja, genau, Keyboard Interrupt Error wäre, also war gestern noch gekommen. Jetzt aber lässt sich das Ganze mit zum Beispiel der Enter-Taste Script finished regulär beenden. Okay, dann schauen wir da mal rein. So, hier ist auch hier, ne, in dem Advent of Code Repository und 2021. Da ist die New Year's Animation, und daran diese Main-Datei Import Curses. Und from Curses import Wrapper. Curses ist ein Paket, das ist standardmäßig in Python enthalten. Das heißt, das muss man mit pip install nicht mehr nachinstallieren, wenn man unter Linux arbeitet. Aber da nagel mich nicht fest. Ich weiß nicht, wie das in Bezug auf macOS ist. Ich glaube, dass Curses auch auf macOS aus dem Stand heraus funktionieren könnte. Bei Windows ist das jedoch anders. Curses funktioniert unter Windows nicht. Da gibt es ein Alternativpaket, ich glaube, es heißt Windows Curses. Das muss man mit pip install nachinstallieren. Dann kann man, glaube ich, auch ganz normal mit Import Curses arbeiten. Dann müsstet ihr euch separat nochmal schlau machen. Ich entwickle nicht unter Windows, insofern kann ich solche spezifischen, plattformspezifischen Fragen nicht abschließend beantworten. Tut mir leid. Aber für all diejenigen, die wie ich unter Linux, beziehungsweise ganz konkret in meinem Falle Ubuntu 18, arbeiten, ist das gar kein Problem. Curses funktioniert und läuft. Ich importiere Curses und dann importiere ich noch den Curses Wrapper. Damit Curses am Ende des Tages läuft, muss relativ viel Initialisierung vorgenommen werden, und am Ende auch, bevor ein Programm zu Ende gehen kann, müssen diverse Exit-Funktionen aufgerufen werden, weil was Curses ja im Wesentlichen macht, jetzt habe ich die Konsole zugemacht, Curses kapert ja die Konsole. Probieren wir es nochmal. Also, clear, clear, so, cd git, war das Videos, ja, src, Advent of Code on 2021, New Year's Animation, ja, genau. Clear, clear. Py 3.10. Clear, clear. So. Py 3.10 brauche ich, um Python 3.10 zum Hauptinterpreter in der laufenden Konsoleninstanz zu machen. Das habe ich bei mir so eingerichtet. Das wird bei euch so nicht funktionieren.
Ich benutze da ein Bash-Alias und das Programm PyEnv. Effektiv wird bei mir PyEnv Shell 3.10 aufgerufen. Für alle, die mit PyEnv arbeiten, die dürften wissen, was dieses Kommando bedeutet. Für alle anderen, ignoriert einfach, was ihr da gesehen und gerade gehört habt. So, Python Main. So, und da ist die Animation wieder jetzt verkleinert, weil weniger Konsolenfläche da ist. Man sieht es ja jetzt schon. Alles, was vorher in der Konsole stand, ist verschwunden. Cursus hat die Konsole gekapert. Und wenn das Programm beendet, dann wird alles wieder hergestellt. Und das sind und dieses Kapern der Konsole und dann wieder Freigeben der Konsole ist ein scheinbar aufwendiger Prozess, der durch diesen Wrapper größtenteils wegautomatisiert wird. Der sogar dafür sorgt, wenn das eigene Programm mit einem Fehler beendet, dass dann aber trotzdem noch an die Konsole vernünftig zurückgegeben wird, damit nicht die Konsole verloren ist und wieder arbeitsfähig wird. So, also Cursus gibt einem die ganzen tollen Funktionen, mit denen man in der Konsole rumhantieren und arbeiten kann, und der Wrapper automatisiert den Initialisierungs- und den Finalisierungsprozess am Ende. Time, Random, Class Flower, ja, also Feuerwerksblume eben, deswegen Flower, das englische Wort für Blume, kennt ein String, ein Data String, und das ist hier so ein ASCII-Art, das ich mir aus dem Internet geholt habe, scheinbar von einem LG Bird erzeugt, habe ich auf dieser Webseite gefunden, und zwar am 31. Dezember, gestern, ganz spontan. Da habe ich also diese Feuerwerksblume her, das wird ja unten in der Beschreibung auch nochmal alles verlinkt finden. Genau, eine Init, eine to screen. Da gucken wir gleich nochmal separat drauf. Interessant ist, dieses Cursus-Paket erlaubt es einem, mit der Konsole zu arbeiten, wie man es von 2D-Game Engines kennt. Nicht zum Beispiel Pygame. Mit Pygame arbeitet. Pygame erzeugt einem ein Fenster, und dieses Fenster hat ein Koordinatensystem. Und das beginnt mit 0, 0 oben links. Es gibt rühmliche Ausnahmen, aber die allermeisten, eigentlich ja unrühmliche Ausnahmen, die allermeisten 2D-Game-Engines arbeiten nach diesem Schema, dass oben links der Koordinatenursprung 0, 0 ist. Und dann geht es in der ersten Komponente positiv, ja, dann 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, dann geht es positiv nach unten. Ja. Minus 1 ist nach oben, plus 1 ist nach unten. Und dann genauso auch 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, geht es auch positiv in der zweiten Komponente nach rechts. Ja, also 0, 0 ist oben links, und with a height, also maximale Breite, maximale Höhe, ist dann der Punkt unten rechts. Und mit diesem Koordinatensystem kann man jetzt beliebige Zeichen auf den Bildschirm zaubern, schreiben lassen. Und ich habe das dann genutzt, um seinen Effekt zu fingieren, wo diese Feuerwerksblumen sich kreisartig nach außen ausbreiten. Dann lasst mich euch mal eben schnell zeigen, wie. Und zwar wie folgt. Hier ist dieser Wrapper. Wir erinnern uns, scrollen nochmal ganz nach oben. From Cursus Import Wrapper. Hier rufe ich diesen Wrapper auf. Übrigens auch wieder die klassische If Name Main Call Main Schalte. Dann gibt es hier die Wrapper-Funktion, und die Wrapper-Funktion nimmt eine andere Funktion, nämlich die Anim vom Animation oder Animate. Und die Anim-Funktion, oh, das hier ist alt, so, und die Anim-Funktion, die startet hier. Die bekommt ein Argument, nämlich STD-SCR, der sogenannte Standard Screen. Und dann kann ich anfangen, der Standard Screen, das ist dann die gekaperte Konsole, und ich kann auf diesem Standard Screen lesen oder schreiben. So, was passiert als erstes? Als erstes, ja genau, hier ist die Funktion, die dafür sorgt, dass kein Cursor mehr erscheint. Die neue Funktion von gestern zu heute. So, danach definiere ich mir drei Farben.
Rot, Grün und Blau als sogenanntes Farbenpaar. Es gibt immer eine Primärfarbe, in die ein Buchstabe oder ein Zeichen gesetzt wird, und dann gibt es die Sekundärfarbe, die für den unmittelbaren Hintergrund hinter dem Zeichen genutzt wird. So, jetzt wollte ich aber nicht, dass der Hintergrund um die Zeichen herum anders eingefärbt wird. Da kann man hier diese minus 1 sagen für lass die Farbe, wie sie da drunter ist. Und die als Primärfarbe vorne dann eben rot, grün, blau, um damit anzuzeigen, um in dieser Farbe das Zeichen zu tinten. Durch dieses Init-Pair bietet Cursus einem dann dieses Color-Pair an, und wo dann die Farbe als Color-Pair zurückgegeben wird, und ich kann dann adressieren, weil ich hier oben rot unter 1 abgelegt habe, kann ich mir hier unter 1 rot, unter 2 grün, unter 3 blau zurückholen. Darauf habe ich mir Tupel gebastelt. Ich finde das ziemlich umständlich. Keine Ahnung, ob das einfacher geht, als was ich hier gemacht habe, aber so hat es für mich funktioniert. Dann wird hier eine Liste von Flowers, also eine Liste von Feuerwerksblumen initialisiert, am Anfang natürlich leer. Dann hole ich mir von der Konsole kurz ab, was ist denn deine Höhe und deine Breite? Und jetzt kommt, das ist jetzt ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Standard Screen, no delay. Also Standard Screen, keine Verzögerung. Das ist wichtig für hier ganz am Ende, das hier. Das ist das letzte Command in der Animation-Funktion. Hier hole ich mir die Eingabe von der Tastatur ab. Das ist ganz wichtig, dass dieser Aufruf wirklich am Ende von also wir haben hier ein, da vor Frame, ja, wir haben eine Vorschleife, die wird immer wieder durchlaufen, und immer am Ende dieser Vorschleife hole ich mir da so ein Zeichen ab. Wenn dieser Befehl irgendwo anders stehen würde, weiter darüber, dann würde er die Vorschleife, und ich kann das nicht erklären, warum, ich weiß nicht, ob das ein Bug bei mir ist, aber er würde die Schleife nicht bis zu Ende ausarbeiten, sondern er würde halt immer nur die Schleife bis zu dem Punkt gehen, wo ich dem Buttonpress liste, und dann geht er wieder zurück am Anfang der Schleife, macht mit dem Nachfolger weiter. Also effektiv wirkt das Ganze hier, also als würde hier Continue stehen, was es natürlich nicht tut, aber aus irgendeinem Grund verhält sich das so. Ich weiß nicht, was es ist, aber so normalerweise diese GetCH, das steht für Get Character, also hol ein Zeichen ab. Dieses GetCH würde normalerweise eigentlich alles zum Stehen bringen, bis eine Eingabe getätigt wurde. Das heißt, die Animation würde nicht flüssig durchlaufen. Und dafür ist hier oben, wo wir gerade waren, die No-Delay-Function. Die sagt also, dass, ja, okay, höre gern dem Keyboard zu, also versuch herauszukriegen, wann eine Taste gedrückt wurde, aber halt dafür nicht das Programm an, sondern lass es laufen. Und dadurch erreiche ich, dass ich diese Animation nicht mit Steuerung C beenden muss, sondern die ganze Zeit im Hintergrund hört Cursus, ob über die Tastatur eine Eingabe reinkommt. Und wenn ich eine Eingabe tätige, das passiert dann hier oben, ja, if button press größer gleich 0, break. Aber wenn ich keine Eingabe tätige, dann gibt dieses getCH, getCharacter, immer eine minus 1 zurück. Sondern solange die eine minus 1 zurückgibt, wird dieses if button press niemals ausgelöst. Aber sobald ich irgendwas drücke, jede andere Taste auf dem Keyboard erzeugt eine Zahl, ein Integer, eine Stellenzahl aus der ASCII-Tabelle, die nicht negativ ist. Und dann entsprechend würde also dann das Break getriggert und wir verlassen die Vorschleife, damit auch die Animation und damit auch den Wrapper, kommen bei Script finished an und das Skript ist zu Ende. So. So viel zu dem No Delay. Dann ja, Button Press, wie gesagt, solange es negativ ist, ist also der Wert, den ich mir von der Get Character abhole, beziehungsweise hier am Anfang schon mal gleich negativ initialisiere, damit die Vorschleife erstmal laufen kann und nicht künstlich abbricht. To Delete ist eine Flag für die Feuerwerksblumen, dass ich, wenn ich zu viele Feuerwerksblumen habe, dann wird die älteste gelöscht. Und dieses To Delete benutze ich als Flag, um mir zu merken, welche das ist. So, dann kommt eine Funktion, die ich hier gar nicht mehr brauche.
So, dann kommen wir in die Vorschleife rein. Wie gesagt, das wird gecheckt, ob wir die Vorschleife verlassen wollen. Wenn nicht, so. Standard Screen Clear sorgt dafür, dass was auch immer in dem Schleifendurchlauf davor in die Konsole geschrieben wird, gelöscht wird, damit ein neues weißes Canvas oder ein neues leeres Canvas vor uns ist, die wir dann wieder beschreiben können. Ich kann einmal ganz kurz, wenn ich das hier auskommentiere, ja, und ich starte jetzt das Skript. Dann läuft die Konsole langsam voll. Es passiert übrigens auch noch etwas, das kann man jetzt bei diesem Programm überhaupt gar nicht sehen. Aber wenn vorher etwas drin stand und ich clear das nicht aus mit dem Standard Screen Clear, dann wird bei jedem Schleifendurchlauf danach mein Koordinatensystem verschoben. Wenn ich fünf Zeichen davor geschrieben habe und ich clear das nicht aus und dann geht die Schleife von vorne los und ich möchte wieder fünf Zeichen schreiben, dann schreibe ich nicht von 0 bis 4, sondern dann schreibe ich jetzt von 5 bis 9 und beim nächsten Mal von 10 bis 14 und so weiter. Also ich werde immer weiter nach hinten geschoben, bis ich aber ganz hinten angekommen bin und dann geht es vorne wieder los. Also das sieht man jetzt bei diesen Feuerwerksblumen nicht, weil die zufällig irgendwo auftauchen sollen. Da merkt man nicht, wenn die verschoben sind. Aber man sieht jetzt, dass die Konsole immer voll läuft. Also sie wird nicht mehr, die alten Blumen werden nicht mehr weggeräumt. Sie überschreiben sich nur noch gegenseitig. Keine schöne Animation. Also, um das Canvas zu clearen, alles sauber zu halten, einmal ein Clear. Dann wird jetzt geguckt, ist was zu löschen. Wenn ja, dann setzt das To-Delete wieder auf False. Dann gehe ich alle meine Feuerwerksblumen durch, greife mir die erste raus, sagt dann, alle meine Feuerwerksblumen sind von der zweiten, sind alle ab der zweiten und die erste, die ich mir vorher rausgegriffen habe, die wird halt gelöscht. Sodass also niemals zu viele Feuerwerksblumen zur selben Zeit existieren. So, dann der nächste Blockcode, if frame modulo 10. Die äußere Vorschleife iteriert ja über Frame von 0 bis 14.999, ne, also 15.000, aber ausschließlich der 15.000. So, und in jedem zehnten Frame wird eine neue Feuerwerksblume erschaffen und den Blumen angehangen. So. Und dann wird gesagt, okay, wenn es aber schon 10 Blumen gab, dann wird jetzt vorne wieder eine gelöscht. Das ist also höchstens streng genommen eigentlich, nachdem die ersten 10 Blumen erschaffen wurden, von da an immer nur 10 Blumen gleichzeitig existieren. So, hier iteriere ich über all die Blumen drüber. Und, ach, hoch. Der Code hat sich mehrfach deutlich geändert. Deswegen sind ja noch so ein paar Debug-Leichen übrig. So, also wenn die Länge zu groß ist, dann wird gelöscht. So, ansonsten iteriere ich über alle Blumen und sage to screen. Ja, also die Blumen sind eine von mir geschriebene Klasse und die kennen eine Funktion to screen, die nichts zurückgibt. Und wir gucken uns gleich an, was die to screen macht. So, dann wird 0,1 Sekunden gewartet. Ja, Time Sleep. Dann die nächste Funktion, Refresh, was die jetzt genau eigentlich macht, kann ich nicht mal sagen. Das ist irgendwie wichtig. Die sollte man da haben und lassen. Und am Ende wird geguckt, ob es einen Keyboard-Tastendruck gibt. Und dann geht die Vorschleife wieder von vorne los. So, also Knackpunkt ist, es werden Blumen erzeugt, einer Liste hinzugefügt. Ist die Liste zu lang, wird sie verjüngt. Und ansonsten werden alle Blumen angewiesen, to screen etwas auf dem Bildschirm zu zaubern. Wenn die Flower erzeugt wird, dann bekommt sie random eine Koordinate zugewiesen, die irgendwo auf dem Bildschirm, also irgendwo innerhalb der Konsole liegt. Sie bekommt auch diese Standard Screen Instanz, weil sie da auch was reinschreiben muss beim To Screen. Und sie bekommt zufällig mit diesem Random Rand Int auch wieder eine von den drei Farben zugelost, wird also grün, blau oder rot. So. Und das bringt uns zu der Flower-Klasse, war ja hier, ne? Class Flower, dann haben wir hier einmal das ASCII-Art, das am Ende in die Konsole gezaubert wird. Ist quasi hier die Source. Hier ist die Init-Function. Sie nimmt also diese Koordinate, genauer genommen oben links. Ja, also die Koordinate ist dann hier. So, da, was jetzt. Huch.
Mann, meine Maus. Was jetzt blau ist, das ist oben links. Also diese Koordinate wird zufällig ausgewürfelt, wo die in der Konsole landet. Und von da aus nach rechts rüber und runter wird das ASCII-Art gemalt in einer bestimmten Art und Weise, damit es dann nachher eine Animation so aussieht, als würden sie kreisförmig nach außen aufgehen. So, Left Top wird gespeichert, die zufällig gewählte Farbe wird gespeichert, die Standard Screen Instanz wird hinterlegt. Hier wird auch nochmal abgeholt, was die maximale Ausdehnung des Konsolenfensters ist. Und hier kommt jetzt ein bisschen Code, der jetzt dynamisch mal eben schnell versucht herauszufinden, aus wie vielen Zeilen dieses ASCII-Art eigentlich besteht und aus wie vielen Spalten. Obwohl eigentlich hier jede Zeile unterschiedlich viele Spalten hat. Also wenn sie alle gleich viele Spalten hätten, dann müsste das ja aufgefüllt werden mit Leerzeichen. Dem ist aber so nicht. Dieses ASCII-Art endet in jeder Zeile beim letzten nicht leeren Zeichen. So, das heißt, num rows, num cols, was mache ich? Ich zerlege das Datenarray zeilenweise. Könnte jetzt einfach die Länge davon nehmen und wüsste dann schon die Anzahl der Zeilen oder eben wie hier, für jede Zeile addiere ich eins drauf, was soll's. Und für numCols gucke ich jetzt raus, na, wie lang ist denn die Zeile, die ich jetzt gerade an der Hand habe? Wir haben ja gerade gesehen, die sind alle unterschiedlich lang. Und sage, na, ich nehme dann also das Maximum von dem, was ich bis jetzt schon gefunden habe und der neuen Länge. So, das heißt, wenn also diese 5 Zeilen Code ausgeführt sind, weiß ich, wie viele Zeilen und wie viele Spalten das ASCII-Bild ausmachen. Das hier hinterlege ich mir dann mal eben freundlichst. Im Grunde sind das statische Informationen, die ich hier schon ins Skript hart reinschreiben könnte. Aber ich weiß es ja nicht. Ich weiß aus dem Kopf nicht, wie viele Zeilen das sind und ich war zu faul, das nachzulesen. Also hier wird dynamisch mal eben spontan werden Informationen rekreiert, neu ausgemessen, die im Grunde eigentlich statisch wären, die man statisch reinschreiben könnte. So, dann ergibt sich daraus eine Center-Koordinate. Ja, also die Anzahl an Zeilen, Integer Division, also ganzzahlige Divisionen durch 2. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 durch 2, normalerweise, wenn ich jetzt sagen würde, genauso, 5 durch 2 ist die Antwort natürlich 2,5. Aber mit der ganzzahligen Division wird der Fließkomma-Anteil hinten abgeschnitten und es bleibt halt 2 übrig. Ja, also 1, so. 1 durch 2 ist 0, 2 durch 2 ist 1, 3 durch 2 ist 1, 4 durch 2 ist 2, 5 durch 2 hatten wir gerade, ist auch 2, 6 durch 2 ist 3 und so weiter. So, also ich bekomme hier eine gültige Integerzahl, die ungefähr die Mitte bezüglich der aller Zeilen entspricht und ich bekomme eine gültige Integer, die ungefähr die Mitte der Spalten der längsten Zeile entspricht. So, und dann setze ich hier auch eine Frame-Variable. Also in dem Augenblick, wo die Flower erzeugt wird, hat sie diese, es ist ein interner Counter und der wird auf minus 1 gesetzt. Und jedes Mal, wenn ich to screen aufrufe, wird dieser Counter nämlich 1 hochgesetzt. Und das ist wichtig für diese Entfaltungsanimation. Genau. Jetzt kommt ein Feature, das finde ich. Genau, dieses X-Radius und Y-Radius dient jetzt hat 2 Aufgaben. Einerseits sagt mir der X-Radius anhand der Framezahl, wie viel von dem ASCII-Bild aufgedeckt werden soll, während der Rest noch unsichtbar bleibt. Ja, dass eben dieser Ausrolleffekt nach außen zustande kommt. Dafür benutze ich X-Radius, also entlang der X-Achse, und Y-Radius entlang der Y-Achse. So, was passiert? Ich gehe vom Center, also vom Mittelpunkt des ASCII-Arts aus und sage, je nachdem, wie viele Frames diese Blume schon gelebt hat, darf ich nach links vom Center weggehen, beziehungsweise auch nach rechts vom Center weggehen. Und analog dazu auch Y-Radius, hängt auch vom Frame ab. Also ich darf für jeden Frame eine Zeile mehr nach oben und nach unten gehen. Also hier ist nach unten, hier ist nach oben. Also vom Zentrum aus gehe ich immer
zwei Zeilen, eine Zeile nach oben, eine Zeile nach unten und zwei Spalten, eine Spalte nach links, eine Spalte nach rechts. Gehe ich also immer immer zwei Zeilen, zwei Spalten mehr pro Frame aus dem Zentrum raus. Dann gibt es noch eine zweite Funktion, die dieses X-Radius hat. Es schneidet erstmal nach unten ab, sagt, wann habe ich die maximale Ausdehnung nach links erreicht und wann habe ich die maximale Ausdehnung nach rechts erreicht in Bezug auf das ASCII-Art selber. Und dann gibt es hier noch einen dritten Fall. Curses stürzt mit einer Fehlermeldung ab, wenn man versucht, in einen Abschnitt der Konsole zu malen, der außerhalb liegt. Ja, also die Konsole geht von, hatten wir ja gerade hier oben, links oben 0,0 bis rechts unten, also maximale Tiefe, maximale Breite. Wenn ich jetzt irgendwie hier statt 0,0 minus 1 minus 1, also ich versuche hier oben links außerhalb der Konsole was reinzuschreiben. Und das kann ja auch was, das kann ja Sinn ergeben, wenn es mehrere Zeichen lang und auch mehrere Zeichen tief ist, dann würde hier unten ein bisschen was noch von der unteren rechten Ecke zu sehen sein, von dem, was ich da versuche reinzumalen. Aber Cursus versucht das, oder Cursus kann damit nicht umgehen. Cursus schmeißt dann eine Fehlermeldung und bricht ab. Also ich kann nicht außerhalb des gültigen Bereiches Zeichen platzieren. Das ist zum Beispiel anders als in Pi Game. Deswegen auch für mich eine der Lektionen ist, es hat Spaß gemacht, war spannend, hier mit Cursus mal zu arbeiten. Pi Game wäre die bessere Option gewesen an der Stelle. Damit dann genau so ein Quatsch mal von so einem Quatsch verschont bleibt, wenn ich dann versuche, außerhalb was zu malen, zu schreiben, zu zeichnen, dass mir dann das nicht alles abbricht. Das heißt, also auch wenn ich hier meine Feuerwerksblumen reinmale, dann muss ich immer aufpassen, dass die Schreibkommandos genau bündig mit rechts und unten abschließen. Ich kann hier nicht auf den Rand schreiben und ganz besonders nicht darüber hinaus. Das muss ich händisch abfangen. Es ist nervig, aber es ist halt einfach so. Und dafür ist hier unten, also hier self-w, das ist ja gerade width, das ist die maximale Ausdehnung des Fensters, die ich ja oben in der init-Funktion ja hier konkret erfragt habe. Dann sage ich, okay, width minus der zufällig ausgelosten Koordinate hier oben, ne, war hier auch da left, self-left ist left. Das ist ja diese Koordinate, die die Feuerwerksblume zugelost bekommt. Wird also gesagt, maximale Ausdehnung minus, wo auch immer angefangen wird zu malen, minus 1 als Sicherheitsmargin, als Sicherheitsabstand, dass ich wirklich nicht an einen ungültigen Bereich anfange zu schreiben. So, also dieses X-Radius sagt mir, wie viel von der Blume aufgedeckt werden soll. Es sagt aber auch, wie weit ich überhaupt malen darf. So, und dann geht's jetzt los. Ich gehe das Self-Data zur Erinnerung. Hier ist unser schönes Bild, ne? Data ist gleich. Ich zerlege Data wieder zeilenweise und ich gehe alle Zeilen durch. Auch die Zeilenzahl gehe ich durch. Und anhand des Y-Radius kann ich jetzt entscheiden, ob ich schon zu weit unten angekommen bin. Dann break, dann verlasse ich die Vorschleife und unterhalb der Vorschleife kommt nichts mehr, dann ist die To-String-Method-Methode fertig. Auf der anderen Seite muss ich überhaupt erstmal über einen gewissen Schwellenwert, nämlich Y-Radius 0, drüber kommen, damit überhaupt angefangen wird, in die Konsole etwas reinzuschreiben. Also das hier ist Teil dieses Aufrolleffektes. Und analog dazu gehe ich alle Positionen durch, die X-Radius mir erlaubt. Genau, dann gibt es hier nochmal if j kleiner len row, das ist nochmal ein Abfangfaktor, weil ja die einzelnen Zeilen in dem ASCII-Bild nicht gleich lang sind und x-Radius ja aber anhand der längsten Zeile bestimmt wurde. Muss jetzt aufpassen, jetzt kann es natürlich sein, dass dann da auch j zurückkommen, die zu weit rechts für ihre jeweilige Zeile liegen. Und das heißt sogar, dass ich hier eigentlich Break sagen darf. Ja, sieht gut aus, dass ich auch noch Break sagen darf. So, also dann gehe ich alle gültigen Spalten durch, die die Zeile in dem ASCII-Art mir erlaubt. Und dann greife ich mir heraus, okay, was ist denn das Zeichen?
nicht. Also ich gehe wirklich 1, 2, 3, 4. Ich gehe jedes einzelne Zeichen durch, greife mir jedes einzelne Zeichen aus so einer, aus so einer Zeile heraus. Hier, ne? Entry Row J. Und jetzt gucke ich, ist es Whitespace? Ist es das Leerzeichen? Wenn ja, dann ignoriere ich, das muss ich nicht extra hinschreiben, um nicht etwas zu überschreiben, was vielleicht schon eine andere Feuerblume, eine andere Feuerwerksblume dahin gemalt hat, ja, damit die sich nicht gegenseitig auslöschen, die Feuerwerksblumen, dass wirklich nur nicht Leerzeichen, Zeichen wirklich abgedruckt gemalt werden. Weil sonst, wenn ich an einer Stelle etwas schreibe, wo schon was steht, dann wird es einfach überschrieben und dann ist das, was davor stand, weggelöscht. So, wenn es also kein Leerzeichen ist, dann wird es mit der Standard Screen Add String Methode geschrieben. Da sage ich hier in welcher Zeile, hier sage ich in welcher Spalte. Ja, Top Left, das ist ja der zufällig ausgeloste Punkt, der der Feuerwerksblume zugewiesen wurde. Und IDX ist dann die Zeilenzahl und J ist dann die Spaltenzahl. Und da wird dann Entry mit der ausgelosten Farbe hingeschrieben. Und das war's. Das ist das gesamte Skript. Dann gleich online zu finden in GitLab, in meinem Advent of Code Git Repository unter dem Ordner New Year's Animation. Hab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht hat euch das ja ein bisschen geholfen, so einen kleinen Head Start in Python Curses gegeben. Man kann durchaus lustige Animationen damit erstellen. Ich würde auch gar nicht davon abraten, so etwas mit PyCurses zu machen. Ich sage halt nur am Ende, ich musste ein paar Dinge manuell handeln, die ich bei PyGame nicht hätte handeln müssen. Und dass natürlich eine 2D-Game-Engine, wie zum Beispiel PyGame, da einem größere Freiheiten einberäumt. Aber größere Freiheiten typischerweise übersetzt sich auch unmittelbar in mehr Arbeit. Insofern, wie gesagt, ich fand das Arbeiten mit PyCurses ganz nett. Nervig fand ich es, das Feature hinzuzufügen, dass auf Tastendruck die Simulation beendet werden kann. Das wäre eine der Dinge gewesen, die unter PyCharm deutlich einfacher zu lösen gewesen wären. Aber es ging ja hier auch. Nein, ich fand es eigentlich ganz nett und ich also ich würde tendenziell eher dazu neigen, Projekte mit PyCharm zu realisieren, die ich auch mit Curses realisieren könnte, aber für so eine Quick and Dirty glaube ich, ist eigentlich PyCharm schon ganz gut und ich werde da auch immer wieder mal meinen Blick drauf werfen. Ich habe da zum Beispiel so im Hinterkopf, ich habe vor 2 Jahren ein Glücksradspiel in Python implementiert, damals wirklich noch planar in die Konsole ohne Curses. Das ging jetzt natürlich mit Curses oder PyGame deutlich besser und an der Stelle ist Curses natürlich eine schöne Abkürzung, um das schneller zu realisieren als mit PyGame zum Beispiel. Insofern mal schauen. Werde ich da nochmal einen Blick in Curses reinwerfen. Ansonsten wären wir damit am Ende dieses Videos angelangt. Hab vielen Dank und ciao, ciao.